Hallo, willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir Cake Pops. Ich habe festgestellt, dass ich das noch nicht gemacht habe auf diesem Kanal und es lag daran, dass ich die nicht so gerne mag, ehrlich gesagt. Aber man hat mich denn jetzt gefragt, was ist der Unterschied zwischen Cupcakes und Cake Pops? Okay, großer Unterschied, sehr großer Unterschied. Also zeige ich das euch und ihr könnt das dann vergleichen. Legen wir los. Wir brauchen drei große Dinge. Kuchen jeder Geschmack, Buttercreme jeder Geschmack und geschmolzene Schokolade. Ich benutze Oreo-Kuchen mit Oreo-Buttercreme. Wir fangen an, den Kuchen in eine große Schüssel zu zerkrümmeln. Das ist ein 15 cm Kuchen und wird einige Kekspops machen. Dann Buttercreme dazu löffeln. Mit den Händen Buttercreme reinkneten. Ich habe ca. 6 gehäufte Esslöffel Buttercreme dazu getan. Je nachdem, wie feucht euer Kuchen ist, könnt ihr mehr oder weniger Buttercreme gebrauchen. Aber am Ende möchte man, dass die Cake Pop Teig die Konsistenz von Knete hat. Dann die Cake Pop Teig in Bällen rollen. Diese Menge Kuchen und Buttercreme macht 24 Cake Pops. Ich habe ein paar Cake Pops dann 10 Minuten im Gefrierschrank getan, um sie fest werden zu lassen. Dann habe ich Lolli-Stangen in Schokolade gesteckt und dann in die Cake Pops. Dann zurück in den Gefrierschrank 10 Minuten oder bis die Schokolade komplett fest wird. Dann die Cake Pops in geschmolzene Schokolade eintauchen. Man kann jede Art von Schokolade nehmen, wie man möchte, oder Candy Melts, wenn man es lieber mag. Man braucht aber einiges. Das ist ca. 200 Gramm dunkle Schokolade und war nur gerade genug für 7 Cake Pops. Ich setzte sie auf dem Teller, Cake Pops nach unten, aber wenn ihr einen Cake Pop Ständer oder ein gutes Stück Styropor habt, um die Stangen festzuhalten, kann man sie aufrecht halten. Ich habe sie noch 30 Minuten eingefroren oder bis die Schokolade komplett fest wird. Man soll sie dekorieren, während die Schokolade noch flüssig ist. Wir haben nur ein paar Zuckerstreusel drauf gestreut. Wenn die Cake Pops noch unten fest werden, kann es sein, dass man die feste Schokolade lockern muss. Wenn sie aufrecht sind, soll es nicht so schwer sein, sie aufzuheben. Diese schmecken genau wie ein Cupcake in einer Küchenmaschine und eingetauchten Schokolade.
aber nicht genau das gleiche. Für mehr Torten und Rezepte besucht unsere Webseite bei americanbakerandgermanita.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche, aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen.